Decken Sie sich bitte auch mit an den Ständen mit den aktuellen Flyern ein. Die Demo-Route wird uns heute über die Kirchstraße, Lani, Königstraße, Bolzstraße, Friedrichstraße, Kronenstraße und über die Lautenschlagerstraße zum Hauptbahnhof führen. Lautenschlagerstraße ist beschissen. Und dort endet die Veranstaltung mit dem Schwabenstreich. Offenes Mikrofon findet erst nächste Woche wieder statt. Die nächsten beiden Demos finden wie gewohnt auf dem Marktplatz statt, aber merken Sie sich die 217. Demo am 7.4. schon mal vor. Die wird aus aktuellem Anlass in Bad Cannstatt stattfinden. Dort will die S21 Krake die Fußgängerstege an sich reißen. Nicht mit uns. Am Freitagnachmittag, den 21.3., soll es eine Tunneltaufe für die Strecke vom Nordbahnhof nach Bad Cannstatt geben. Die Tunnel-Barbara wird die Frau des Regionalpräsidenten Thomas Bock, Simone Herrmann, sein. Es wundert mich nicht, dass die Projektbetreiber für ihre riskanten Grabungen durch Europas zweitgrößtes Mineralwasservorkommen göttlichen Beistand suchen. Schäme mich aber dafür, dass sich geistliche Würdenträger jeder Konfession für so ein Projekt hergeben. Da als Tunnelbarbar der Pate aus Berlin erwartet wird, wäre es doch ganz nett, wir würden dem Hosianna rufen, mit unserer Anwesenheit einen festlichen Rahmen geben. Wir treffen uns um 14 Uhr an den Wagenhallen. Weitere Termine. Am 18. März findet eine Benefizveranstaltung für den Tunnelblick statt, in Esslingen in der Webergasse. Am 26. März ist ein Vortrag mit Diskussion zum Stadtbahnchaos um 19.30 Uhr in der Geschwister-Scholl-Schule in Sinnen. Und nun begrüßen Sie mit mir die Hauptrednerin des heutigen Abends, Frau Irene Köberle von den Gewerkschaftern gegen Stuttgart 21.